Ein Herz auf Frühchen des Moin Moin und willkommen so beim Coaster Check. Wieder ein bisschen Planet Coaster am Wochenende. Habt ihr es wahrscheinlich gemerkt? Ja, da ist der Parkcheck ausgefallen und die Sonntagsfolge. Es tut mir leid, ich habe da wirklich im Moment sehr viel zu tun. Ich hatte am Wochenende einiges aufzuarbeiten für die Uni. Ja, ich hoffe, dass sich das jetzt die nächste Zeit wieder alles einigermaßen einkegelt. Aber kommen wir hier zu T-Rex. Ja, ein Coaster, ein schönes Blueprint, was wir uns heute anschauen. Link wie immer in der Videobeschreibung zu dem Coaster. So, schauen wir uns erstmal von außen an. Ja, ist also im Tropen-Theming. Ich finde, es ist gut gelungen. Ja, hier wurde auch wieder ein Rolling River verwendet. Um das Ganze etwas schöner zu gestalten. Vor allen Dingen, um das Fluss-Theming überhaupt hinzukriegen. Hier ist ein Shop noch mit einer Toilette drin. Ja. Hier noch ein schöner Berg. Mit Lava, ja, alles schön gelungen, muss man sagen. So, aber alles, Theming etc. hilft nicht, wenn der Coaster nicht gut ist. Deswegen schauen wir uns mal den Coaster an. Ja, der Eingangsbereich, finde ich, ist schön geworden. Hier mit dem Wasserspiel. So, gehen wir durch. Gehen wir hoch. Also es ist schon so gestaltet, dass man relativ gut weiß, wie man den Weg machen muss. Ja, die Station ist, man könnte sagen, etwas rudimentär. Oh, es ist ein X-Wing-Coaster. Sowas habe ich auch noch nicht großartig gesehen. Machen wir mal Testmodus. Fahrtkamera an. Es geht rückwärts, okay. Gut, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dann lassen wir uns mal überraschen. Also wie immer, tagsüber sage ich nichts großartig. Nachts. Auf jeden Fall. So, da sind wir angekommen. Ich muss mal feste Uhrzeiten einstellen. So, schauen wir uns das Ganze mal im Dunkeln an. Ganz in Ruhe nochmal. Es ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Feeling, dass man rückwärts rausfährt. Das ist auf jeden Fall mal was ganz Neues. Und ich bin so ein, sagen wir mal, Achterbahn-Typ. Habe ich real noch gar nicht gesehen. Geschweige denn gefahren. Also beleuchtungstechnisch auch schön geworden. Hier die Sachen schön grün beleuchtet. Ein paar blaue Abschnitte, wo es Wasser gibt. Der Berg natürlich rot. Ja, feuerrot. Ja, ist schon schön abwechslungsreich. Das gefällt mir auf jeden Fall. Also die Station, wie gesagt, Blueprints sind ja eigentlich... Könnte er das ja noch schön anpassen. Also ich finde zum Beispiel hier in der Station kann man auch einiges tun. In der Achterbahn selber. Ich kann einfach zu dem Achterbahn-Typ nichts großartig sagen. Ich weiß nicht,
Ob das so realistisch ist, das könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, natürlich. Ob ihr das realistisch findet oder nicht. Es wirkt relativ flüssig. Zumindest das meiste. Nee, hier wirkt es irgendwie, ja, ich weiß es nicht. Ich bin da so ein bisschen uneinig, also die Achterbahn gefällt mir. Keine Frage. Die Achterbahn gefällt mir. Aber, ja. Ich kenne diesen Achterbahn-Typ halt nicht. Ich kann damit nicht so viel anfangen. Aber schauen wir uns mal nachts an, wie es dann ist. Vielleicht muss man den Coaster einfach zweimal fahren. Ja, ist auch so eine ziemlich schöne, bedrohliche Musik. Oh, der Lift ist schon. Oh. Mega Coaster Style. So. Und abwärts. Das hier finde ich zum Beispiel ist ein cooles Feeling. Jetzt geht es ganz wie in einer normalen Achterbahn nach vorne. Und hier, das ist irgendwie ein bisschen. Die Stelle ein bisschen merkwürdig, finde ich. Hier ist wieder so. Ich sag, das ist eine coole Sache. Eine Rolle finde ich gut. Aber hier von der Höhle sieht man eigentlich nicht wirklich was, ne? Das muss man ehrlich sein. Also von der Höhle sieht man eigentlich fast gar nichts. Am Hippo vorbei, ja. Wirkt. Also es wirkt auf mich nicht überall ganz rund. Ich weiß nicht, ob das an dem Achterbahntyp liegt. Ich habe den selber auch noch nicht gebaut. Im Planet Coaster. Ja, also kann ich dazu nicht so viel sagen. Ja, hier ist der Abstand ist passend. Ja, also da braucht man sich auch keine Gedanken machen, dass da irgendwie sich die Sachen berühren würden. Aber irgendwie wirkt das. Die Bahn jetzt definitiv nicht schlecht reden, aber hier zum Beispiel in der Höhle habe ich von der tollen Gestaltung, ja, von dieser Wand, quasi nichts mitbekommen. Ich habe nur gemerkt, wir fahren irgendwo durch. Genauso hier, ja. Und man merkt einfach nicht wirklich großartig was davon. Platz ist auf jeden Fall genug, ja, also ist definitiv nicht so, dass man sich irgendwie den Kopf stößt. Es wirkt einfach, ja. Na gut. Jetzt von außen sieht man zum Beispiel, dass man hier ziemlich die Haare abgebretelt bekommen könnte. So. Aber kommen wir mal zu einer Bewertung. Ich mache nochmal auf Tag. Machen wir wieder auf 10 Uhr. Unsere normale Zeit. Thematisierung, super. Schön, richtig schön thematisiert. Und der Achterbahntyp ist für mich. Ich weiß nicht, ob der passende ist. Ich hätte hier einen. Ich weiß nicht, ob hier ein Flying Coaster oder Wing Coaster was verändern würde. Ich kenne den. Weiß nicht, wie so ein X-Wing ist. Also so ein Typ Achterbahn. Was halt irritierend ist, dass man hier rückwärts fährt. Das ist für mich ziemlich irritierend. Vielleicht liegt es auch daran, ja. Dass ich so ein bisschen skeptisch bin. Aber kommen wir zu einer Bewertung. Also Thematisierung, Außenareal, super. Achterbahngebäude, einfallslos. Ganz ehrlich, etwas einfallslos. Es ist
quasi eigentlich gar nicht thematisiert. Außenbereich komplett super gemacht, aber das Achterbahngebäude. Ja, das gibt, wie sagt man so schön, eine 4, ja, also ausreichend. Aber kommen wir mal zu einer Gesamtbewertung. Ich würde sagen, 4 Sterne. 4 Sterne gebe ich dem Ganzen. Trotzdem. Es ist halt schon... Ich weiß zwar nicht, was das großartig mit T-Rex zu tun hat. Ja, also kommt mir... Davon merke ich nicht viel. Na gut, die Achterbahnnamen werden ja manchmal auch in der Realität genauso speziell gewählt, sagen wir so. Nee, der Pfad ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Der Pfad ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, hier ist schon mal so ein Aussichtspunkt. Aber wie kommt man da hin? Ja. Irgendwo beim Weg kriege ich hier nicht lang. Zumindest nicht wirklich. Oder? Oh, könnte. Muss aber nicht. Gut. Wie gesagt, 4 Sterne gebe ich. Derjenige, der es gebaut hat, nicht böse sein, dass ich das halt, dass ich sage halt, ja, innen ein bisschen uninspiriert. Ja? Also hier der Innenbereich, der ist wirklich nur rudimentär vorhanden. Ich schau mal, ob er jetzt irgendwie an den Teilen sparen musste. Das schauen wir wenigstens noch an. Ob er irgendwie dann... Irgendwie an der 4000... Ja, er ist an der 4000er Marke. Okay. Gut. Gut, dann ist das Achterbahngebäude ja schon ziemlich entschuldigt. Dann ist das Achterbahngebäude eigentlich... Okay, okay, gut. Also ich denke mal, er könnte das wahrscheinlich schon deutlich besser gestalten, das Achterbahngebäude, wenn er mehr Teile zur Verfügung hätte. Naja. Ich sag dann mal, bis demnächst bei Planet Coaster, der Park, der Coaster Check. Ich wollte schon Park Check sagen. Coaster Check. Bis demnächst. Ciao.